Willkommen zurück in der Gruft des Hexenjägers Georg. Mit mir Geralt von Riva in The Witcher 3, gespielt von mir Clegane. Ja, wir haben schon mal den linken bzw. rechten Flügel hier der Gruft erkundet. Wir sind noch ganz am Anfang, da hinten ist der Ausgang. Und werden uns jetzt mal weiter vortasten. Da ist schon die nächste Erscheinung. Ich werde mal eben fertig. Falle setzen. Es sind keine wahren Gegner für uns. Wir sind ja schon Level 10. Die sind, glaube ich, Level 7 Gegner. Dennoch sind sie nicht zu unterschätzen. Erscheinungsmutter gegen Geisterstaub, Geisteressenz und so weiter und so weiter. Habe ich eigentlich schon den einen Punkt vergeben? Ja, habe ich. Habe ich. Wo habe ich den hingesetzt? Ach, da ja. Okay. Ich weiß jetzt wieder. Dann geht's hier weiter. Wir haben ja auch den Trank Katze genommen. Das heißt, wir können so gut jetzt im Dunkeln schauen. Und zusammen mit unseren Hexersinn finden wir sogar hier diesen geheimen Durchgang. Aber dahinter höre ich schon wieder irgendein Tierchen. Oh, hier hat es die arme Frau hierher verschlagen. Was hast du denn hier drinnen gesucht, meine Liebe? Oh, die Katze hat seine Wirkung verloren. Gut, dass wir von jedem drei haben. Oh, das war nicht gewollt. Ich wollte eigentlich nur den Trank einnehmen. So. Dann wollen wir mal die Wand zerdeppern. Mit Arad. Komm zu mir. Komm, jetzt kommst du ran. So soll das sein. Oh, wir sind vergiftet. Oh, schon wieder überlastet. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Was ist das denn hier? Ich muss hier raus. Aber ich bin überlastet. Ich sterbe gleich. Oh. So, wir hätten das Schutzschild nehmen müssen. Wieso bin ich denn... Oh, in unserem Zustand flüchten wir erstmal lieber. Wir müssen erstmal wieder Hitpoints regenerieren. Verfluchte Geschichte hier. Staub. Aber zumindest sind zwei Erscheinungen erstmal wieder passé. Und ich habe keine Wolfsleber mehr. Erstmal Vitalität aufbauen. Aber wieso bin ich denn schon wieder überlastet? Das verstehe ich nicht. Ja, ist aber so. Aber ich kann mal was anderes ausprobieren. Wenn ich jetzt die Mondklinge nehme. Der ist auch doof.
Ich hatte mich kurz überlegt, ob wir weggehen von hier und... Ich kann ja auch noch was anderes machen. Ach, ich bin ja zu dämlich. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wir können das Ganze ja in Brand setzen hier. Und uns dann nach vorne durcharbeiten. Ich muss nur dran denken, auf dem Rückweg, falls es einen Rückweg gibt, dass ich das dann auch wieder anwende. Ich darf nicht zu nah an die Explosion kommen. So, wir sind durch. Nützt nichts. Es nützt nichts. Ich werde mal eben eine Stunde meditieren. So. Inventar. Jetzt muss ich wieder Katze einwerfen. Auch wieder regeneriert. Wunderbar. Damit sind wir nämlich optimal vorbereitet. Hoffe ich zumindest. Oh, was ist das denn? Habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. So, aber erledigt. Gibt es auch einen Vessinariums-Eintrag? Monsterhaar, Monsterblut, Monsterohr, Monsterauge. Ikimma-Haut, was ist eine Ikimma? Kann mir das mal einer verzählen? Kräuterschnaps, Starkbier, Zitronenwodka, Zwergenschnaps, Oliven, Starkbier, Wasserflasche. Hier ist was los. Da oben geht's noch weiter. Tagebuch des Hexers Georg. Greifen bis zum greifen Handschuhe. So. Wunderbar. Deswegen sind wir hierher gekommen. Büffelgras, Balladen und Hymnen. Zitronenwodka, rederianisches Blondes. Einfach nur hüpfen, Georg. Georg, sag ich schon. Gerald. Oh, wir sind ja so überlastet. Ah, ich bin schon froh, dass ich die Schematas hier gefunden habe. Das bringt mich nämlich ein ganzes Stück weiter. Altes Schafsfell. Da hinten ist auch noch was. Honigwabe, Zitronenwodka, Blondes, irgendein blondes Bier. Was ist denn da unten? Waffenständer. Wie ein Langschwert. Das Massaker von Zintra.
zurück nach Oxford, aber dann kann ich hoffentlich auch gleich die ersten Teile dieser legendären Rüstung herstellen. So, da oben ist eine Geräuschquelle. Geht's denn hier noch irgendwo weiter außer hinter mir? Nee, ne? So, dann wollen wir mal kurz schauen. Inventar. Balladen und Hymnen. Wolfsturm. Am Pfahl meiner Narben ruht deine Hand, den Stern zuwider in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser schicksalswirres Muster bildet. Das lese ich jetzt nicht vor, das ist Blödsinn. Die Massaker von Sintra. Die Reiterkavalkade donnerte über den blutgetränkten Hof. Sie sahen niemanden an, sie stellten keine Fragen. Sie wussten genau, wohin sie gingen und wozu. Sie wollten die alte Königin töten und sich der sintrischen Prinzessin bemächtigen. Was aus dieser werden würde, war ungewiss. Salante hatte sich mit ihrem treuesten Untergebenen in der Burg verschanzt. Dort wurde sie von Steinmauern und ein durch Zauber versiegeltes Tor geschützt. Doch allen war klar, dass weder das eine noch das andere einen konzentrierten nilfgaardischen Angriff mit Unterstützung durch Magier lange standhalten konnte. Nach 4 Tagen hatten die feindlichen Soldaten die Barrieren überwunden. Okay, das war auch nichts. Bärenschule. Tagebuch des Hexers Georg. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von dem Präfekten von Gurs Velen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schriftbrüchigen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen, und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen. Und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Ja, das war nicht klug. Mir blutete das Herz bei den Gedanken darum, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen, doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, 2 Klafter, Länge, 5 Klafter... Andendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. Okay. Talisman. Geleitbrief. Herrin des Waldes. Habe ich das schon mal gelesen, oder nicht? Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herren des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herren um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihren Schreiner aus. Die gute Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Geheimnisvolle Notizen. Das kenne ich schon.
der Brief, das kennen wir auch. Das kennen wir auch. So, Herren des Waldes haben wir auch aktualisiert. Ich hatte nur vergessen, dieses Buch zu lesen, scheinbar. Dann gucken wir mal, was hier oben weiter passiert. Ob es hier auch noch was passiert. Jeden Fall. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Genau, das Auge von Nephilim. Damit kann ich Illusionen. So, Katze ist auch nochmal 30 Zentimeter. 30 Sekunden. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Da hinten ist ein Turm. Das liegt hier. Hier. Was ist das? Oh, wir sind in der Nähe vom Buckelsumpf. Da ist ein Anschlagebrett, verschiedene Dörfer. Hier unten ist die Garnison. Können wir eigentlich auch gleich noch die Mission des Was ist das für ein Vieh? Ist das der Drache? Von dem der Hexer gesprochen, geschrieben hatte? Aber ich bin überlassen, ich kann hier nichts machen. Das bist du recht. Ich habe einen Weifern erlegt. Wow. Wo ist das Biest jetzt hin? Ich muss das auch noch rausnehmen. Da unten irgendwo. Da ist das Monster noch ein Weibern, ein Drachenschiff und ein Weibernei. Irgendwie ging mir das jetzt zu einfach. Da unten ist die Herrin des Waldes. Da drüben müsste die Reuseninsel sein. Okay, gucken wir mal eben. Nebenquest. Verteidige des Glaubens, nö. Das Ahnenfest, so. Dürfte nicht weit weg sein. Da unten. Letzte, wo bist du? Das machen wir mal als erstes. Wir haben die Möglichkeit, hier ein bisschen was abzuarbeiten. Hier ist auch ein Turm. Los, los! Hey!
so querfeldein, warum nicht, dass da ein Weg runtergeht. Jetzt habe ich in der letzten Folge eine Krabbspinne erledigt. Und jetzt noch ein Weibund. Oder Wiebund. Wie spricht man das richtig aus? Ich weiß es nicht. Und da passt da. Hier irgendwo hat also der Weideler seinen Vater ermordet und ertränkt und verscharrt. Oder heute. Das vermute ich mal. Was konnte man auch gegen Moder heute tun? Nur mit Nekrophagenöl kann man hier. Ich muss das auch mal eben gleich auftun. Geht's voll ab, ey. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Das war's? Das war alles. Da hinten gibt es aber noch mehr zu tun. Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Wer bist du, Lesler? Liebe dich zu erkennen. Was hämmerst du hier rum? Pass auf, Herr! Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Der erste Angriff. Weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr. Als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht. Aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst.
Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Ich steche Torf, Meister, kein Gold. So viel könnte ich im Leben nicht bezahlen. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Na schön. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht! Über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. So, wollen wir mal gucken, was es mit dieser Quest auf sich hat. Nahe eines Dorfs namens Niederwirr traf Geralt auf einen Torfstecher. Der wirkte, als plage ihn etwas. Er warnte den Hexer vor einem erstickenden Nebel, der aus den nahen Sümpfen kam. Geralt folgerte rasch, dass hier ein Monster im Werk war und beschloss, sich der Sache anzunehmen. Na gut. Dazu brauche ich Plätze. Was war das denn? Plötzlich hast du mich etwa abgeworfen? Bist du das cool? Was. Das wird schon wieder. Eine Illusion. Wo denn? Wo ist die Illusion? Da drüben? Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Den Spuren folgen. Ich habe so eine Ahnung, wie wir uns hinbringen werden, nämlich da drüben zu dem Häuschen. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Aha. Wir werden mal genau diesen Spuren folgen. Mal sehen, was es uns bringen wird. Ups, was jetzt? Keine Spuren mehr da, doch. Hier geht's weiter. Wir kommen diesem Haus immer näher.
zu den Heuschotern. Da ist ein Totem. Zwergenschnaps. Quecksilberlösung. Alchemistische Paste. Hier ist auch noch was. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Aha. Bin ich mal gespannt. Drakonide. Bayran. Goldener Pirol, Kartesche, Drakoidenöl und Arad. Aber das ist nicht das, was ich jetzt gucken wollte. Das Monster in den Torfstichen Velens erwies sich als uralter Nebling. Diese Kreaturen leben ungewöhnlich lange. Einige bewohnen die Erde schon seit über 200 Jahren und werden permanent stärker. Hiebe von Neblingen solchen Alters sind derart massiv, dass man sie unmöglich blocken kann. Außerdem sind Neblinge so flink, dass nicht einmal Irren sie bremsen kann. Zu einem Überfluss können sie auch noch vollständig mit dem Nebel verschmelzen, um dann je von hinten zuzuschlagen. Es ist also geboten, eine gute Rüstung zu tragen und weisen Gebrauch von Quenzzeichen zu machen. Ganz in der Nähe von diesem Monster sein. Nach meinen Plätze. Hierher. Komm hierher. Mitten in dem bin doch überlastet plötzlich, kannst du dann nicht einfach so hängen lassen. Langsamer. Was haben wir denn da? Großflächig aus. Komm jetzt. Ich glaub, die haben die das Auge von Nehalem. Ich sollte es benutzen. Genau. Ja, und schon wie sind wir gejagt nach einem Monster. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle, um es ein bisschen spannend zu halten für die nächste Folge, machen wir hier einen Cut. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wenn es spannend weitergeht und den Auftrag, das Ding aus dem Sumpf zu Ende bringen. Bis dahin, viel Spaß beim selber zocken, alles Gute, bis gleich.